Der Kohlenstoff. Das Element Kohlenstoff kommt sehr häufig auf unserem Planeten vor, sowohl in der Atmosphäre als auch als Mineral und in den Lebewesen. Die wichtigste Eigenschaft des Kohlenstoffes ist seine außergewöhnliche Fähigkeit, Verbindungen einzugehen, da jedes seiner Atome bis zu 4 Elektronen mit anderen Atomen teilen kann. Dadurch kann er sich mit sich selbst verknüpfen und lange Ketten bilden, die linear, verzweigt oder auch ringförmig angelegt sein können. Die Vielseitigkeit, Bindungen einzugehen, ist im Vergleich zu den uns bis jetzt bekannten Elementen einzigartig. Die Kohlenstoffatome verbinden sich mit anderen Elementen und können verschiedenartige Gebilde formen. Heutzutage sind mehr als 2 Millionen Kohlenstoffverbindungen bekannt und es können noch mehr dazukommen. Der Kohlenstoff in der Natur. Reiner Kohlenstoff kommt in der Natur als kristalline Struktur vor. Wenn seine Atome hexagonal kristallisieren, bildet sich Graphit, eine schwarze, weiche Substanz, mit der Papier beschrieben werden kann und die für die Herstellung von Stiften verwendet wird. Erfolgt die Kristallisierung kubisch, bilden die Kohlenstoffatome einen der faszinierendsten Stoffe, die uns die Natur bietet, den Diamanten. Sie entstehen in mehr als 100.000 Meter Tiefe, wo sie gewaltigem Druck und enormen Temperaturen ausgesetzt sind. Diese Umstände machen ihn zu dem härtesten natürlichen Stoff, der bekannt ist. So hart, dass man einen Diamanten nur mit einem anderen Diamanten zerkratzen kann. Dies ist seit dem Altertum bekannt. Sein Name kommt vom griechischen Adamas und bedeutet unzerstörbar. Das Faszinierendste am Diamanten ist jedoch seine außergewöhnliche Schönheit, sobald er geschliffen ist. Darum ist er einer der kostbarsten Stoffe, die es gibt. Der geschliffene Diamant ruft durch seinen hohen Brechungswert wunderschöne Lichteffekte hervor. Wenn Lichtstrahlen in den geschliffenen Stein eindringen, werden sie vielfach reflektiert und das Licht weit gestreut. Indien war das einzige diamantenproduzierende Land, bis Lagerstätten in Brasilien im 18. Jahrhundert und in Südafrika im 19. Jahrhundert entdeckt wurden, wo der Kalinam gefunden wurde, der größte bis heute bekannte Diamant. Er gehörte König Edward VII. Von England und wurde zu mehreren Steinen geschliffen, die heute einen Teil der britischen Kronjuwelen bilden. Vier von fünf Diamanten sind nicht hochwertig genug, um zu Schmuck verarbeitet zu werden und werden ihrer hohen Härte wegen für industrielle Zwecke verwendet, um praktisch alles zu schneiden, markieren oder zu bohren. Sie werden in der Automobilindustrie, dem Optiksektor, für Waffen und Präzisionswerkzeuge usw. so weiter verwendet. In der Natur jedoch tritt der Kohlenstoff für gewöhnlich in Kombination mit anderen Elementen auf. Kohlendioxid und Kohlenmonoxid sind zwei in der Atmosphäre häufig vorkommende Gase. Eine andere, oft anzutreffende Kohlenstoffverbindung ist das Calciumcarbonat, das einen Bestandteil vieler Felsen bildet. Ebenso findet es sich in den harten Strukturen mancher Tiere wie der Korallen. Rund 90% der Kohlenstoffverbindungen sind organische Verbindungen. Organische Verbindungen. Von den fast 100 bekannten chemischen Elementen bilden nur ein halbes Dutzend, nämlich Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Phosphor und Schwefel, 96% der lebenden Materie. Doch geht die Vielfalt an Leben auf der Erde zum großen Teil auf die Eigenschaften des Kohlenstoffs zurück, Ketten zu bilden und ein breites Spektrum an Strukturen zu schaffen.
Viele Substanzen der lebenden Organismen werden von Riesenmolekülen aus Tausenden oder gar Millionen von Atomen gebildet, die Polymere genannt werden. Darunter finden sich die Kohlenhydrate, die Fette, die Proteine und die Nukleinsäuren. Kohlenhydrate sind weiße Feststoffe, die bei der Photosynthese entstehen. Darunter befindet sich die Glucose, der Hauptbrennstoff der Lebewesen. Fast die Hälfte des in Pflanzen vorhandenen Kohlenstoffs ist in der Zellulose. Ein anderes wichtiges Kohlenhydrat ist die Stärke, der Hauptbestandteil von Kartoffeln, Reis und Brot. Das Chitin, das harte Material des Panzers der Insekten und Krustentiere, ist ebenfalls ein Kohlenhydrat. Die Hauptaufgabe der Fette besteht darin, als Energiereserve zu dienen. Dennoch bilden andere Fette einen Teil der Zellmembranen, die an den immunologischen Prozessen beteiligt sind, Hormone, Gallensäuren und so weiter. Proteine werden aus einer Art von kleineren, komplexen Molekülen gebildet, die Aminosäuren genannt werden. Obwohl die Lebewesen nur über 20 Aminosäuren verfügen, sind diese in der Lage, eine große Vielfalt an Proteinen zu bilden. Manche, wie das Albumin im Hühnereiweiß, sind eine Aminosäurereserve. Andere Proteine bilden Antikörper, die uns vor Infektionen schützen. Es gibt Proteine, die eine wichtige Aufbaufunktion haben. Das Kollagen zum Beispiel liefert Material für die Sehnen, die so wichtig für die Bewegung sind. Ein anderes Aufbauprotein, das Keratin, findet sich in Hufen, Haaren, Hörnern und Federn. Und das Aktin und das Myosin sind Bestandteile der Muskeln. Noch komplexer sind die Nukleotide. Auf ihrer Grundlage bilden sich Nukleinsäuren, die Ribonukleinsäure oder RNS und die Desoxyribonukleinsäure oder DNS. Diese Makromoleküle von bis zu Tausenden von Einheiten sind das genetische Material, das jede Zelle steuert. Sie reproduzieren sich selbst, steuern die Proteinsynthese und die Bildung und Zersetzung aller übrigen Substanzen in lebenden Geweben. Alle organischen Substanzen leiten sich letztendlich von Wasser, Kohlendioxid und Luftstickstoff ab. Grünpflanzen nehmen dieses Kohlendioxid auf, das während der Photosynthese zu einem Teil der von ihnen produzierten Kohlenhydrate und Fette wird. Dieser Kohlenstoff wandert über die Nahrungskette weiter, wird beim Atmen über Abfälle und Verwesen der Körper aber wieder an die Natur abgegeben. Anwendungsbereiche des Kohlenstoffs. Der Mensch setzt viele natürliche und künstliche Polymere für die unterschiedlichsten Anwendungen ein. Von den natürlichen Polymeren ist der Kautschuk besonders hervorzuheben, der aus Latex gewonnen wird, einem milchigen Stoff, den man erhält, wenn man die Rinde mancher tropischer Bäume wie dem Gummibaum einritzt. Die künstlichen Polymere haben viele Einsatzgebiete, wie das Polyethylen für Flaschen, Taschen oder Verschlüsse, das Tergal, das Nylon und so weiter. Noch wichtiger sind jedoch die Einsatzmöglichkeiten der organischen Verbindungen. So gehören die fossilen Brennstoffe zu den grundlegenden Elementen der Industriegesellschaft. Wenn organische Abfälle von sauerstoffarmem Wasser bedeckt werden, wirken anaerobe Bakterien auf sie ein und bringen die organische Materie zum Gären. Dadurch steigt die Kohlenstoffkonzentration. Dieser Prozess lief verstärkt im Karbon ab, einem Zeitalter, das etwa 60 Millionen Jahre andauerte.
Während dieser Zeit entwickelte sich eine üppige Vegetation und große Mengen an pflanzlichen Resten versanken im Marschland. In Millionen von Jahren verwandelten sie sich unter der Einwirkung von anaeroben Bakterien, Druck und anderen Prozessen in Kohle. Der Torf ist die jüngste Kohle. Er ist eine bräunliche Substanz, locker und sehr leicht, die bis zu 60% Kohlenstoff enthält. Älter ist die Braunkohle, sie enthält bis zu 75% Kohlenstoff. Tiefer gelegen finden sich Steinkohle und Anthrazit, die bis zu 98% Kohlenstoff enthalten. Der Brennstoff schlechthin jedoch ist das Erdöl. Eine schwärzliche, stark riechende Flüssigkeit von geringerer Dichte als Wasser, die durch Ansammlungen von Plankton und anderen tierischen und pflanzlichen Organismen entstand. Aus ihm werden Brennstoffe wie Benzin und viele andere Produkte wie Kunststoffe, synthetische Fasern und so weiter gewonnen. Das Erdöl kommt gewöhnlich zusammen mit dem Erdgas vor. Das ist eine Mischung aus von Kohlenstoff gebildeten Kohlenwasserstoffen, die ebenfalls als Brennstoff verwendet wird. Der größte Teil der vom Menschen benutzten Energie wird aus fossilen Brennstoffen gewonnen. Durch ihre Verbrennung gelangt der Kohlenstoff wieder in die Atmosphäre. Sein reiches Vorkommen lässt uns manchmal seine enorme Bedeutung vergessen. Der Kohlenstoff ist das Grundelement jeder Form von Leben und ist in allen Facetten unseres Daseins absolut unentbehrlich. Zusammenfassung. Der Kohlenstoff ist ein weit verbreitetes Element auf unserem Planeten. Wenn er hexagonal kristallisiert, entsteht Graphit, die Mine der Bleistifte. Wenn er kubisch kristallisiert, entsteht der Diamant, der härteste, natürliche und der schönste Stoff, den man kennt. Kohlenstoff ist auch in der Atmosphäre und bildet dort Kohlenmonoxid und Kohlendioxid. Und er ist Bestandteil vieler Felsgesteine und der Gewebe der Lebewesen. Der Kohlenstoff bildet auch organische Verbindungen wie Kohlenhydrate, Fette und Proteine, unentbehrlich für die Entwicklung aller Lebewesen. Er ist darüber hinaus Bestandteil der Nukleinsäuren, riesiger Makromoleküle, die Tausende von Einheiten umfassen können. Sie sind das Erbgut aller Zellen. Sie reproduzieren sich selbst und steuern die Proteinsynthese und die Bildung und Zersetzung aller anderen Substanzen des lebenden Gewebes. Der Kohlenstoff, den die Pflanzen bei der Photosynthese binden, wandert dann zu den verschiedenen Gliedern der Nahrungskette. Über die Atmung und Abfallprodukte wird er wieder in die Natur abgegeben. Der Mensch verwendet viele Polymere, die wie das Latex Kohlenstoffderivate sind, zur Herstellung einer Vielfalt von Produkten. Die Kohle entstand durch die Ansammlung großer Menge von pflanzlichem Material in den Küstengebieten, das im Verlauf von Millionen Jahren hohem Druck unter Wirkung einer Aerobabakterien ausgesetzt war. Eine andere Kohlenstoffverbindung ist das Erdöl, der Brennstoff schlechthin. Aus ihm wird eine Unzahl von Produkten gewonnen, die in der heutigen Gesellschaft unentbehrlich geworden sind.